2014. In diesem Jahr war ich in Ghana und habe den Bau der Schule dokumentiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde gerade das Dach betoniert. Und ich kann mich an ein paar neugierige Kinder aus der Nachbarschaft erinnern, die den Männern bei ihrer Arbeit zugesehen haben. Es waren Kinder, deren Eltern es sich nicht leisten konnten, sie in die Schule zu schicken. Es ist so schön, die gleichen Gesichter jetzt zu sehen. Denn in der Sorinata-Schule können nun um die 500 Kinder unterrichtet werden. Dank der großzügigen Spenden von vielen Seiten konnte heuer nun auch der lang ersehnte Brunnen gebaut werden. Dazu musste sich ein Spezialbohrer fast 50 Meter durch die Erdschichten graben. Bis schließlich endlich das passiert, worauf viele lange gewartet haben. Da es nun Wasser vor Ort gibt, plant Sorinatu als nächstes die Fertigstellung der Schulkantine und der WC-Anlagen. Doka yele koye.